Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector von Team Genetz und ich grüße euch herzlich zur neuen Manga-Rezension. Heute mit einem Manga, der mal wieder einen literarischen Klassiker adaptiert, und zwar Der Graf von Monte Cristo. Ein Release, der zwar mal schon etwas älter ist, inzwischen out of print. Ich habe glücklicherweise sehr gut von N-Exan bekommen. Und er mir überraschend gut dann letzten Endes gefiel, ich mir gedacht habe, darüber will ich in dem Video sprechen. Denn, und ja, wie immer erstmal, worum dreht sich denn in Der Graf von Monte Cristo? Ich meine, ich glaube, fast jeder weiß, worum es sich in Der Graf von Monte Cristo geht, weil das ist so eine dieser Geschichten, die jeder irgendwie schon mal gehört hat, grob. Aber für die Leute, die es vielleicht gar nicht kennen, es dreht sich im Wesentlichen um Edmond Dantes, der eine strahlende Zukunft vor sich hat, der jedoch am Tag seiner Hochzeit verraten wurde und daraufhin wegen Hochsverrats in ein Gefängnis gesteckt wird. Dort trifft er auf einen seltsamen Mann, der ihn lehrt, ein Gentleman zu sein und ihm auch Reichtum vermacht. Und nun kehrt er über ein Jahrzehnt später zurück als der Graf von Monte Cristo mit vor allem einem Ziel: Rache. Und ja, zur Grundinformation: Der Graf von Monte Cristo nach Alexandre Dumas. Meine Aussprache ist fürchterlich. Wurde in dem Fall adaptiert von Enna Moriyama, ist ein Einzelband mit, 250, 300 Seiten so in dem Dreh herum. Kostete damals beim Carlsen Verlag 15 Euro, ist inzwischen out of print. Aber ich denke mal, den wird man noch irgendwie finden können. Zur Not, es gibt immer noch die Kindle-Fassung. Gleiches gilt leider auch für die Englisch-Fassung, die ist ebenfalls out of print. Erschien aber dann auch im Großformat, relativ dick und auch hier noch mit einer schönen Farbseite dazu, und ja, ist halt noch übersetzt aus dem Japanischen von Yuko Keller. Ja, nun zu meiner Rezension. Der Graf von Monte Cristo ist so ein bisschen die Rachegeschichte schlechthin. Wenn es um Rachegeschichten geht, fällt immer der Graf von Monte Cristo. Und zumaßen, ich bin jemand, Ich kannte zwar die Story grob, habe aber nie das Original gelesen. Ist auch sehr, sehr dick. Also ich glaube, für einen Zehner kriegst du auf Amazon ein All-in-One-Buch mit mehreren tausend Seiten, meine ich. Ich bin mir gar nicht sicher. Es waren, glaube ich, ursprünglich irgendwie 7 Romane, die dementsprechend halt in ein Manga gepresst wurden. Also hier wurde sehr viel gekürzt und ähnliches. Das dürfte Ihnen bewusst sein. Es ist trotzdem, als jemand, der nicht die Vorlage kennt oder halt nicht in dem Maße kennt, sondern nur grob kennt, eine sehr, sehr spaßige Adaption. Und es ist halt einfach auch eine Story, die selbst jemand, der keinen Bezug zur Literatur, der klassischen Literatur hat, halt ein Werk, das Spaß macht. Ich hatte ja Anfang des Jahres, meine ich, kleine Kontroverse schon was losgetreten, als ich eben gesagt habe, dass Der Außenseiter und andere Geschichten von Gotanabe, nein, das hat keinen möglichen Mehrwert, es adaptiert zu genau irgendwelche klassischen Kurzgeschichten, für die uns einfach der Kontext fehlt. Hier hingegen muss man einfach sagen, du brauchst nicht groß einen Kontext. Dieses Ding funktioniert komplett ohne Vorwissen und macht so an sich auch einfach Spaß. Ich gehe mal davon aus, wenn man das Original kennt, macht die Fassung vielleicht sogar mehr Spaß oder vielleicht sogar weniger, je nachdem, weil man sich dann ärgert, boah, warum wurde das gestrichen, warum jenes gestrichen. Ich persönlich hätte zum Beispiel auch nichts gegen eine vollwertige Adaption gehabt, weil es ja doch eine sehr ikonische Geschichte auch einfach ist. Und doch muss ich sagen, ich hatte hier, wie gesagt, einfach Laune, weil einerseits Edmond Dantes, also der Graf von Monte Cristo, ja, seine Verzweiflung und sein Hass, wie man im Verlauf des Manga immer wieder sieht, wie auch die Gesichtsausdrücke von ihm, man wirklich sieht, wie hasszerfressen er inzwischen eigentlich ist und auch dem Wahnsinn nahe. Das sieht einfach, oh, das hat dieser Manga halt so richtig gut rübergebracht, diese Dunkelheit in ihm. Und dass er halt wirklich, wie weit er gewillt ist zu gehen, großartig. Das bringt dieser Manga richtig gut rüber, und doch halt auch gezeigt wird, Rache ist nicht alles.
Bloß weil du Rache nimmst, heißt es nicht, dass du damit besser wirst oder dass es dir danach unbedingt besser geht, sondern Rache eben ein Gefühl ist, also auch Hass, das dich zerfrisst und man eben sieht, was der Graf von Monte Cristo halt für ein kaputter Mensch eigentlich gegen Ende der Geschichte ist. Er zwar halt auch zermaßen selber ein wenig sieht, dass Rache eben nicht die Lösung für alles ist und er halt auch eine Charakterentwicklung durchmacht und anfängt, seine Taten zu hinterfragen. War es wirklich richtig, was er getan hat? Und es sorgt halt dafür, dass er als solches eben ein sehr faszinierender Charakter ist, obwohl eben viel gestrichen wurde. Der Akt der Rache als solches war jetzt in dem Manga nicht unbedingt so krass spannend. Also es ist jetzt nicht so, dass er dann anfängt, hahaha, ich bringe jetzt alle um, die mich ins Gefängnis gebracht haben. Nein, so weit geht's jetzt nicht. Sondern er übt seine Rache anders aus. Wobei auch in diesem Manga Leute sterben werden. Hat dazu noch eine gewisse Romance-Seite. Jetzt wird hier von Karls noch als Romance-Manga verkauft. Finde ich ein bisschen weit hergeholt, ist wirklich als Romance. Da hätte ich eher, keine Ahnung, historisch genommen. Weil die Romance ist einer dieser Punkte, die auf jeden Fall der Kürzung zum Opfer fehlen. Denn unser geliebter Graf, ihr seht schon, hat hier halt die Heidi, heißt sie, glaube ich. Die so ein bisschen die Love Interest sein soll teilweise. Und die Beziehung ist wahrscheinlich in dem Roman deutlich tiefgründiger. Hier ist sie, finde ich, ein bisschen zu oberflächlich gestaltet. Was schade ist, weil ich liebe Hades Design. Allein ihre Klamotten und ähnliches, die ganzen Details sind immer wieder ein richtiger Schmaus, finde ich. Wirklich, schaut euch ihr Kleid hier an. Schaut euch ihr Kleid hier an. Das sieht wunderschön aus. Punkt. Aus Ende. Sie hat einfach so ein, ja, so eine gewisse Eleganz in sich, wie sie aussieht und ähnlich. Dass man halt denkt, boah, das ist ein Top-Tier-Character-Design. Punkt. Aus Ende. Und sie sticht halt durch ihre Nationalität halt auch nochmal in diesem kompletten Manga heraus. Dass sie für mich schon fast zusammen mit Edmond Dantes ein Highlight war. Und ich würde sagen, ja, das waren, keine Ahnung, wie viel habe ich für den Band bezahlt, 3-4 Euro. Die waren sehr, sehr gut investiert. Dementsprechend mein Fazit. Der Graf von Monte Cristo, die Manga-Adaption von Enna Moriyama, macht Laune. Ihr braucht in keinster Weise irgendein Vorwissen zu haben, um diesen Manga zu genießen zu können. Er ist aktuell nicht unbedingt super duper gut zu bekommen und das lässt sich auch drüber streiten. Ist er 15 Euro wert? Nein, würde ich sagen. Also es ist kein 15-Euro-Werk. 10 Euro, 12 Euro, schon eher 15. War ein bisschen viel angesetzt, glaube ich, vom Carlsen Verlag. Kein Wunder, also ich habe bei Ray dann auch eine Menge Exemplar halt abgekauft. Kein Wunder, dass das dann halt wahrscheinlich bei Avel, Bücherbeleger oder so dann auch mal gelandet war. Ich glaube nicht, dass das ein krasser Bestseller war, leider Gottes. Obwohl es eben, wie gesagt, ein schönes Werk ist mit sehr schönem Artwork, was Verzweiflung, Hass und ähnliches perfekt rüberbringt und trotz dieser vielen Kürzungen Spaß macht und mit Heidi einfach ne Highlight, dass ich sagen würde, der Graf von Monte Cristo kriegt von mir so im Schnitt 7. Doch, er hat mir halt mehr Spaß gemacht, als ich erwartet habe. Und ja, falls ihr irgendwie günstig an diesen Band rankommen solltet, nehmt ihn mit. Ganz ehrlich. Es ist eine klassische Geschichte, gut umgesetzt. Also für die Rahmenbedingungen gut umgesetzt. Man macht nichts falsch damit. Und ja, so viel dazu. Habt ihr der Graf von Monte Cristo die Manga-Fassung gelesen? Wenn ja, wie fandet ihr es? Habt ihr vielleicht auch das Original gewesen? Ja. Findet ihr, es ist eine gute Adaption oder sagt ihr, boah ne, es wurde einfach zu viel gestrichen. Ich meine, es wurde wirklich ekelhaft viel gestrichen. Du kannst nicht 7 Romanbände auf einen Manga-Band kürzen, ohne dass super viel verloren geht. Aber für das, was letztendlich dabei rauskam, muss man sagen, das finde ich gut. Gerne. Unten in die Kommentare. Und ja, danke fürs Zusehen und ciao.